Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir machen genau da weiter, wo wir vorher auch aufgehört haben. Ja, sorry an der Stelle, dass die Folge so lang war. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dadurch, dass wir hier gerade so mittendrin waren. Habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet. Das ist leider manchmal so. So. Genau, machen wir so. Ups, andere Seite. Aber ich denke, so optimiert sollte das wunderbar funktionieren. So wie wir da Strom drauf kriegen. So. Das passt ja nicht mehr wegen dem Verbinder. Das gibt's nicht. Ich hatte doch hier extra. Achso, ja, gut, okay, das hat jetzt auch keinen Strom mehr, ne? Ah, verdammte Axt. Total vergessen, ja. Das geht ja jetzt nicht mehr. Und hier müssen jetzt die Reaktoren dran. Hey, setze ich hier an der Seite dran, das passt sich ganz gut. So hier und so. Warum ist das auf so unterschiedlicher Höhe? Das gefällt mir gar nicht. Machen wir es halt so. So jetzt sind die halt nicht gleich. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Nehmen wir uns mal kurz das Uran raus. Also ich glaube zumindest, dass hier welches drin sein sollte. Wegpacken den ganzen Krams. Warte. So. Das ist einfach so krass, so David gegen Goliath mäßig, ne? Wie klein dieses Schiff ist. Hat natürlich auch den Schutzschild zerhauen. Aber eigentlich alles kein Thema. Naja, jetzt repariert er das dann auch. Das hier vorne wäre noch ganz wichtig. Echt ganz gut aus, ne? Also haben wir gar nicht in die Richtung, ne? Triebwerke. Sehe ich gerade. Nee, die müssen wir hier noch mit hinsetzen. Oder hier einfach. Jo, machen wir hier. Guck mal, das passt sich auch ganz gut. Die 9. Machen wir hier 2 hin. Genau. Und dann hier vorne. Genau, ja, warte. Machen wir damit hin, das können wir hier noch gleich anpassen. Hier gerade fertig ist. Ah nein, jetzt habe ich. Was habe ich da gemacht? Nein. Ach, Mann, ey. Passt man einmal nicht auf, ne? Das ist immer häufig.
Karte. Wir brauchen ja noch diese. Wie heißen sie? Super Dingsbombs hier, Super Leiter. Oh, hier können wir jetzt die Bremsen mit anbringen, das ist gut. Okay, kurz noch warten. Alles wegpacken und nochmal das hier mitnehmen, genau. Das wird helfen. Und ja, der ist fertig, ja. Auch fertig, auch fertig, auch fertig. Noch nicht fertig. Aber jetzt. Sehr schön. Und dann gucken wir nochmal, ob wir uns jetzt befreien können hier. Ja, okay, wir haben es gerettet. Es ist erweitert um einen Frachtcontainer. Ich weiß gar nicht, was der hat, der Frachtcontainer. Ehrlich gesagt, der müsste ja leer sein. 160.000, ja, das sollte locker reichen. Wobei wir dann, glaube ich, mal ganz kurz landen. Ja. Und dann, ups. das hier anpassen. Du sollst ja nicht schweben. Genau. Dann nehmen wir nämlich hier die. Warte mal. T3 Atmo. Nicht Atmo, Atmo. So, hier die Dinger. Dann setzen wir nämlich die hier hin. Klar, die sind jetzt nicht so schnieke, aber sie haben die notwendige Power, die wir brauchen. Ja, denn wenn das Ding wirklich so schwer ist, dann nehmen wir lieber die. So, und dann kann man hier auch das wieder anpassen, ein bisschen hübsch machen, ne? Ja, ich hole mal die Supraleiter kurz hier. Wobei, da haben wir jetzt, glaube ich, gar keine mehr drin, ne? Doch, zwei Stück. Nicht so der Bringer. Wir geben mal schnell wieder welchen Auftrag, würde ich sagen. Da müsste er ein paar herstellen können. Rein theoretisch. Ja, für Großteil sollte es reichen. Wenn er die dann hergestellt hat. Ha. Tja. Und dann hätten wir das hier ja schon wieder fast erledigt, ne? Ja. Hätte ich mal vorher das genommen, diese anderen Frachtcontainer. Aber an die habe ich auch gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. So, hoffen wir mal, dass es klappt.
Ist das andere Geschütz eigentlich fertig? Das haben wir gar nicht geguckt. Können wir mal machen. Wir haben jetzt Zeit. Hier ist es. Wie sieht denn das aus jetzt? Ja, er braucht noch 100 Supraleiter und 20 Schwerkraft. Da. 100 Supraleiter. Wahrscheinlich kann er die jetzt gar nicht. Doch, er stellt sie gerade her. Ja, ich brauche noch. Ich gebe noch mal 100 Supraleiter in Auftrag. Das hat echt heiß begehrt, ne? Ja. Ja, da reicht das Gold nicht aus. Aber das ist nicht so wild. Wir machen erstmal so weit, wie wir kommen. Und dann passt das schon mit dem Rest. Und dann haben wir irgendwann mal eine neue Waffe, die weit genug reicht, um das da hinten abzuschießen. Gut, der entfernt sich. Und das Ork-Ding. Tja, keine Ahnung. Aber es ist erstmal ruhig, das ist die Hauptsache. Genau, hier wird fleißig geschweißt. Sehen wir schon, ne? Ja, hat er schon 7 von 40. Er ist auch bald fertig. Das wäre so, wo ich mir denke, so, warum wartet der nicht einfach und macht das eins nach dem anderen? Aber ne. Ach so, ich wollte gerade mal gucken, nämlich wegen der Produktionsanlage. So, wir haben hier das, okay. Und Montageanlage 2. Produziert leider nicht, weil kein Gold da ist. Warte. Montageanlage 2 kann auf Zerlegen gehen. Und zerlegt dann die ganze Zeit das Zeug. Genau. Dann habe ich nämlich die ganze Zeit die Ressourcen für alles. Guck mal, wie viel Silber wir jetzt da rauskriegen, ne? Wenn wir 300 Stück zerlegen. Also Eisen schon mal abartig viel, aber Kobalt, Silber auch schon krass. Gold und Platin ist auch nicht verkehrt. Also, ja, dann kann er fleißig weitermachen. Das ist eine gute Idee, siehst du? Bin gespannt, wenn wir die Waffe benutzen können, wie die dann so ist. Müsste das Triebwerk nicht mal langsam fertig sein? Tja, anscheinend nicht, ne? Das wird noch ewig dauern, bis das soweit ist. Ja, dann würde ich sagen, dann passt sie auch ganz gut. Dann machen wir hier eine Pause, warten, bis das fertig ist. Immerhin ist das Schiff jetzt optimierter. Also, Schildgenerator muss wieder dran, definitiv. Sonst sehe ich da schwarz, dass wir da irgendwelche Chancen haben gegen irgendwen. Genau, und dann, tja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.